Bandidos Jena kenne ich noch ziemlich gut, also da war das genauso. Warum mit der Kamera schleichen kann ich das? Das sind, also weil du sagst, Bandidos Jena, das ist doch Jannis, ne? Genau, Jannis Eckert. Und genau. Der hat ja auch so eine Vollmeise. Also man. Ja, ein Aussicht sind ja noch für Arme, oder? Mit ein paar graue Federn im Knick, oder? Der ist so im Gesicht tätowiert und der beispielsweise hat für sich beansprucht, dass er derjenige ist, der Einzige, der seine Mitbrüder, also seine Brüder schlagen darf. Also ihm, er hat sich auch per Satzung einräumen lassen. Das steht in der Satzung. Das steht in der Satzung, dass er sozusagen das Recht hat. Wollte, dass die Freundin eines Anwärters anschafft. Die sollte ackern gehen. Also die sollte sich prostituieren. Und der Anwärter hat es aber nicht geschafft, seine Freundin dahin zu bringen, dass sie anschafft. Dann hat das sozusagen der Club übernommen. Ich glaube sogar der Präsident hat es dann gemacht sozusagen. Hat sie dann sozusagen dazu gedrängt anzuschaffen. So. Und von dem eingenommenen Geld hat der Präsident dann... Was geht ab, Leute? Wir sitzen heute hier mit Olli und Jannis. Jannis kennt ihr schon. Olli ist ehemaliger Präsident von den Chicanos. Chicanos war ein Supporterclub von Bandidos MC Jena, von dem der Jannis damals Präsident war. Olli ist auch der Typ, der anscheinend gezwungen wurde, seine Freundin anschaffen zu schicken von Jannis. Das ist die Sache, die der Klaßmeier Heuer und der Thomas Heise im Spiegel TV in diesem Verhörding da erzählen. Und ja, du bist heute hier. Danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke auch. Kannst du mal was dazu sagen? Wie war das denn damals? Also das war so, ich hatte eine neue Freundin, die hat mich angesprochen, ob die Geld verdienen kann, ob ich eine Möglichkeit finde und so weiter. Und mir war schon klar, dass die das nicht meint, dass ich ihr irgendeinen Job als Putzfrau besorge oder so. Also habe ich einen Jannis angerufen. Ich bin mit ihr dort hochgefahren. Und, also ins Clubhaus meinte. Ins Clubhaus, ja. Wieso hast du den Jannis angerufen? Ja, weil ich wusste ja, dass er und die anderen Brüder ein paar Geschäfte betreiben und vielleicht gab es ja tatsächlich eine Möglichkeit, die zur allgemeinen Zufriedenheit finanziell abläuft. Mhm. Na, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Auf jeden Fall habe ich da mit ihm gesprochen und dann ging das eigentlich alles so seinen Gang. Er hat dann mit dem Mädel gesprochen und die hat gesagt, ja klar, das ist eine geile Sache, wenn man da Kohle verdienen kann. Mhm. Und dann habe ich mit ihm eine Abmachung getroffen und fertig. Das war alles. Ja, das also weder die Frau noch irgendwie ich habe mich in dem Moment unter Druck gesetzt gefühlt. Ja, ich habe das so als Ding zwischen uns betrachtet. Fertig. Das war ja so, die Frau ist ja freiwillig auf ihn zugekommen. Genau. Und hat ihn ja darum gebeten, also so hat er es mir auf jeden Fall erzählt, und das weiß ich echt, weil er sein Wort nicht an, er war ja trotz alledem mein Bruder, obgleich er bei Chicanos war oder nicht und kein Bandido. Und dann hat er mich gebeten, ob ich mit der Frau mal sprechen kann. Das habe ich ja dann auch gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, komm, bringen Sie hoch ins Clubhaus. Dann habe ich ihm ungefähr ausgerechnet, oder? Nach dem Gespräch, was ich mit der geführt hatte, was die so verdienen kann. Das war dann eine Summe X, oder? Dann habe ich gesagt, du pass auf, Olli, aber dafür möchte ich Summe Y, für dass ich mein Wissen an diese Dame weitergegeben habe. War für ihn absolut legitim, alles okay. Dann habe ich selber, wie gesagt, habe ich weiter mit der gesprochen. Die war bereit, alles für ihn zu tun. Das war mir klar anhand dieses Gesprächs. Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis, weil jetzt bin ich erst angesprochen worden, also beziehungsweise auf meinem eigenen Channel. Hat das jemand als schön bezeichnet, dass ich das mit den Tieren machen will, hat aber das nicht verstanden, wie ich Frauen für mich anschaffen lassen gehen konnte. Ich habe für mich keine Frau anschaffen lassen, oder? Das habe die Frau freiwillig gemacht. Und habe mich da teilhaben lassen am Leben, oder? Also sprich an dem finanziellen Leben. Oder? Mhm. Und dann kam er zu mir, habe ich das alles erklärt, dann war das Ding erledigt, dann ist die Frau arbeiten gegangen, ganz einfach, das war alles. Mhm. Das heißt, sie kam zu dir und es war ganz klar, sie will im Rotlicht arbeiten. Ja, natürlich, natürlich. Man muss sich vorstellen, es ist ja eine kleine Stadt und sagen wir mal ehrlich, es gibt Weiber, die wollen Kohle verdienen. Die sind in einem Loch irgendwie. Und ich habe halt so eine kennengelernt und die wollte. Ganz klar. Weil die hat mich, wie gesagt, die wusste ja, die hat sich ja vorher auch Gedanken gemacht. Die war ja nicht dumm oder so. Ja?
Und sie hat dann auch gearbeitet. Ja, klar. Und es war alles logisch. Reibungslos. Klar. Ja. Mhm. Ja, nicht ganz reibungslos, aber... Ich weiß nicht, was du mit der gehabt hast. Ich habe mit der immer mal was gehabt. Also? Ja. Okay. Nee, das war easy normalerweise. Ja? Und wie kommt es zustande, dass der Glasmeier heuer meinte, dass... Im Endeffekt meinte er auch, dass du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast. Genau. War das so? Hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt? Also natürlich ist eine finanzielle Verpflichtung, egal ob eine Bank oder irgendwo anders hin, immer ein Druck im Kopf. Das ist bei jedem ist das klar. Jeder, der sein Haus abzahlen muss, der hat auch Druck im Kopf. Ja. Und natürlich so eine Art von Druck hast du im Kopf, ist ja klar. Ne? Aber die Behörden, die haben das eben so ausgelegt, als hat er mich erpresst. Ja. Ne? Also ich habe das aus dem Schnipsel auch so verstanden, dass genau. Du eine Freundin hast und die eigentlich nicht arbeiten gehen will und Janis sie dazu zwingt. Diese Information kommt ja vom Memo. Der Memo ist ins Zeugenschutzprogramm gegangen, der Scheißhaufe. Und dann hat er natürlich versucht, mir alles Mögliche anzuhängen. Mit unter anderem natürlich dann auch diese Geschichte, ich hätte ihn bzw. seine Frau. Der Memo hat ja auch behauptet, ich hätte seine eigene Partnerin gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Glaub mir, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Ich stelle mir folgende Frage, wenn das doch der Wahrheit entsprechend wäre, wieso sind diese beiden Damen nicht, also die eine ist ja ins Zeugenschutzprogramm, die vom Memo, hat aber nie gegen mich ausgesagt, nie, nicht ein einziges Mal. Ich war 2 Jahre vor Gericht gesessen. Und diese Dame hat ja auch nie gegen mich ausgesagt. Warum nicht, stelle ich mir die Frage. Also die vom Memo, die wusste, sie ist im Zeugenschutzprogramm mit ihm zusammen. Sie hätte ja jetzt die Möglichkeit, gegen mich auszusagen. Warum hat sie das nie gemacht? Also kurz und knapp kann man sagen, die Aussage, auf die sich Glasmeier heuer da bezieht, ist die Aussage von einem Kronzeugen. Genau. Und er... Diese Aussage wurde nie von einer der beteiligten Frauen irgendwie unterstützt. Nein. Mhm. Alles klar, ich würde sagen, damit... Also ich weiß nicht, habt ihr noch abschließend irgendwas dazu zu sagen? Ich würde sagen, Freunde, ihr könnt euch selber euer Bild darüber machen. Hier habt ihr die Geschichte von den beiden Jungs. Ihr könnt euch auch mal nochmal das Spiegel-TV-Ding anschauen und selbst entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Eins möchte ich doch noch ganz kurz loswerden. Ist das noch möglich? Ja, klar. Für mich ist es eigentlich nicht nachvollziehbar, der Glasmeier heuer, mit dem ich ja gut klarkommen bin, ja. Der kennt ja die Wahrheit, der weiß ja, dass ich eigentlich vorhabe, einen Gnadenhof zu eröffnen, das mit dem Tierschutzverein, das weiß der ja alles. Ich verstehe auch nicht, wieso ich überhaupt erwähnt wurde in diesem Video, was man mir dazu gespielt hat. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich bin ja mit dem Mann gut ausgekommen. Ja. Ist unbegreiflich für mich. Mehr dazu auf jeden Fall in der Folge, die jetzt rauskommen wird. Viel Spaß, Freunde. Danke, dass ihr hier wart. Bitte. Danke dir auch. Ich hätte ein paar Euro gern.